Oft ist es für mich der erste Kontakt mit etwas. Also wenn ich einen Text zum ersten Mal lese, Rolle zum ersten Mal lese, dann habe ich da ein Bild, und das ist dann schon die erste Spur sozusagen. Also ich achte eigentlich immer so drauf, was kommt unmittelbar beim ersten Mal. Mein Name ist Moritz Peschke. Ich bin 1,82 Meter groß. Mittlerweile wohne ich auch wieder in Berlin. Und komme eigentlich aus Bayern, aus Augsburg. Ich glaube, die entscheidenden Momente waren Momente, wo ich selber im Theater gesessen bin. Theater oder auch Zirkus tatsächlich. Als Kind waren wir öfter im Zirkus und da habe ich gemerkt, irgendwie will ich da auch sein. Die großen Artisten, so die ganz nach oben irgendwie unter die Kuppel steigen mit irgendwelchen, mit Trapez oder so. Die Gefahr natürlich, das Können. Das Risiko, das Licht folgt nach oben und es gibt diesen Scheinwerfer. Ganz oben passiert was und es hat alles irgendwie so einen Zauber. Auch irgendwie so ein Leben zu führen, unterwegs zu sein und hier zu spielen und da zu spielen und seine Zelte wieder abzubrechen. Ja, es ging irgendwie um so ein ganzes Leben. Ja, ich würde schon sagen, dass ich Freiheit auf jeden Fall über Sicherheit stelle. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man so lebt, weil man sich immer wieder sozusagen in ganz neue Dinge reinwirft. Ich glaube, ganz wichtig ist es für mich, dass ich irgendwie weiter lernen kann und dass ich Dinge machen kann, wo ich was hinzugewinne und wo ich mich ein bisschen entwickeln kann.